Jo, Freunde der Hetzkampagnen, Choyoka hat ja schon einige wirklich ehrenlose Takes rausgehauen. Was sie jetzt aber im Stream vom 8. Oktober von sich gelassen hat, das macht selbst mich einfach nur noch komplett sprachlos. Erstmal aber natürlich, worum ging es eigentlich in diesem Stream? Naja, also die meiste Zeit natürlich um sie selber. Jetzt hat sie aber allen Ernstes Aline Bachmann verteidigt. Und zwar wurde sie eigentlich gefragt, wie sie die Situation rund um den Drachenlord so findet. Und nachdem sie dazu ein paar Sätze verloren hat, ist sie direkt zu Aline gekommen und hat das hier gedroppt. Und es ist so krass, wie viel Teilschuld da abgegeben wird und wie viele Leute so eine Relativierung dieser Situation machen, ist ja bei Aline Bachmann dasselbe, dass man da einfach so krass in so eine Teilschulddebatte mit reingeht und aber völlig verkannt wird, dass solche Cybermobbing oder Mobbing-Dynamiken ja auch tatsächlich eine Dynamik erzeugen, in der Betroffene ja auch in ein gewisses Verhalten hineingezwungen werden. Ja, also ich würde auch sagen, dass gerade eine Aline Bachmann mit ihrem ekelhaften, menschenverachtenden Aktionen definitiv in dieses Verhalten reingezwungen wurde. Jetzt alle Skandale von Aline Bachmann aufzuarbeiten, würde halt wirklich über eine Stunde dauern. Und das meine ich ernst, Just Nero und Trayment haben so einen Aline Bachmann-Eisberg gemacht, wo nicht mal alles drin gewesen ist und das Ganze geht trotzdem 71 Minuten. Aber vielleicht mal so ein paar Dinge, damit Choyoka auch mal mitbekommt, wen die da eigentlich verteidigt, höchstwahrscheinlich, weil ich auch Videos zu ihr gemacht habe. Aline Bachmann hatte mal Stress mit ihrem Ex-Freund und seiner neuen Partnerin. Sie hat in einem Livestream wirklich bodenlos über die hergehetzt, bis die dann dahin gefahren sind, um das Ganze zu klären. Und Aline hat wirklich nichts Besseres zu tun, als die intimsten Details ihres Ex-Freundes live im Internet zu verkünden. Kommen wir zum traurigen Höhepunkt. Nochmal, sie hat das, was ihr jetzt hören werdet, veröffentlicht, obwohl es eigentlich niemand erfahren sollte. Das wurde ihr damals in der Beziehung anvertraut. Alles, was du in deinem Heim gelernt hast, wo sie sich in den Arsch gefickt haben, in deinem Kinderheim, hä? Wie wurdest du als Kind vergewaltigt? Ist schön? In einem Livestream vor tausenden Leuten sowas Privates, sowas Intimes zu droppen und ihn damit vielleicht auch zu retraumatisieren, ist halt komplett bodenlos. Ja, Choyoka, ich glaube auch, dass Aline hier nicht mal eine Teilschuld trifft. Oder was war mit dem 9-jährigen Lukas? Der war leider unheilbar an Krebs erkrankt und Aline hat das mitbekommen, hat natürlich versucht, die Lorbeeren zu ernten, hat einen Post gemacht und hat gesagt, ich werde ihm seinen großen Wunsch erfüllen, seine Lieblingsmusiker zu treffen. Das hat logischerweise nicht geklappt, obwohl Aline ihm das halt wirklich versprochen hat, was ich nicht verstehe. Anstatt zu sagen, ja, zu 100% klappt das, dann sag doch einfach, ey, ich versuche halt alles, was möglich ist mit meiner Reichweite. Der Junge ist dann leider auch gestorben und Aline hatte in einem Stream erstmal nichts Besseres zu tun, als den Tod des Jungen zu leugnen. Und wenn hier jetzt welche schreiben, dass er tot ist, stimmt nicht. Also wenn jetzt jemand rein kommentiert, er ist tot, Lukas lebt. Und das weiß ich. Also wenn hier jemand schreibt, dass er tot ist, das ist krank. Das ist echt das Allerletzte. Einen Toten zu leugnen, also er ist nicht tot. Das kann ich jetzt nochmal sagen. Und das ist bei weitem nicht mal alles. Selbst nach dem Tod des Jungen wurde die Familie von Aline weiter komplett terrorisiert. Anrufe, Drohungen, Nachrichten und so weiter. Just Nero hatte das in seinem Video mal so zusammengefasst. Alles, was passiert ist, wurde komplett verdreht. Sie kann für gar nichts was und überhaupt nur die anderen sind logischerweise wieder die Bösen. Sie hat nichts falsch gemacht. Eine tolle Helferin ist sie. Aber die anderen, die sind einfach nicht dankbar genug. Dankbar wofür? Wofür? Wie kann man eine Mutter so fertig machen, die gerade ihr Kind verloren hat, das nicht mal 10 Jahre alt werden durfte? Was die sich alles anhören musste. Es ist mir unbegreiflich, wie man derart bösartig sein kann. Und das mehrfach. Systematisch. Aline hat in der Zwischenzeit immer wieder und wieder mal zwischendurch das Thema aufgerollt und die Familie einfach nicht in Ruhe gelassen. In der akuten Trauerphase nicht. Und danach dachte sie auch nicht mal dran, dass die Menschen irgendwie ihre Ruhe brauchen. Einfach mal abschließen wollen. Das ist halt insbesondere fies, weil die nicht in der Öffentlichkeit standen. Die haben ja selber keine Reichweite. Die können sich nicht wehren. Und das ist auch nicht das einzige Mal, wo das passiert ist. Bei Eike und Sebi war es genau das Gleiche. Sie war unheilbar erkrankt und wurde terrorisiert bis zum geht nicht mehr. Auch sie ist dann leider von uns gegangen und trotzdem macht Aline dann immer noch weiter. Sie hat doch einfach irgendwelche privaten Details zu der Erkrankung von Eike veröffentlicht, die vorher nicht öffentlich gewesen sind. Ja, ja.
Also eine Teilschuld ist da echt ein bisschen übertrieben auch. Das gleiche war auch bei Aisha der Fall. Bis zu ihrem Tod, bis in die letzten Stunden hinein, wurde sie terrorisiert mit Anrufen, mit Nachrichten. Es wurde ihr gedroht und was nicht noch alles. Solche Sachen sind nur die Spitze des Eisberges von dem, was Alina anderen Menschen alles angetan hat. Bei einer Person wollte oder ist sie sogar auf die Beerdigung gegangen, obwohl die Eltern einfach nur ihre Ruhe wollten und Abschied nehmen möchten. Sowas dann zu verteidigen in einem Livestream ist halt selbst für eine Shoyoka so unfassbar bodenlos. Nero ist selbst heute noch mit einigen Familien in Kontakt, weil sie immer noch weitermacht. Über den Tod dieser Personen hinaus werden die Eltern und die Familie weiter terrorisiert. In welcher Welt kann man solche Taten von Aline damit verteidigen, dass man sagt, naja, also die ist ja auch sehr viel Hass ausgesetzt und dann ist klar, dass man auch irgendwann mal doofe Aktionen macht. Das war übrigens kein Zitat von dir, bitte mahn mich nicht wieder ab. Das war ja bei weitem noch nicht alles. Sie beklaut Leute, sie doxt Leute. Guckt euch am besten das Video von Just Nero an. Zusätzlich sagt sie dann noch das hier. In der Schule ist oder sonst was. So Menschen werden über Wochen oder Monate gemobbt, bis sie irgendwann einen Punkt erreicht haben, wo ihnen die Zündschnur platzt, weil sie einer konstanten Gewaltspirale ausgesetzt sind. Und dann sagen alle, ja, guck mal, aber der hat auch was gemacht. Aber es wird halt völlig vergessen, dass man monatelang diesen Menschen Gewalt ausgesetzt hat, psychischer oder körperlicher, physischer Gewalt, und man sie so lang in die Enge getrieben hat, bis sie halt nicht mehr wussten, wie sie reagieren sollen, um dann die Reaktion zu skandalisieren und über beide Seiten zu sprechen. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Also jetzt mal wirklich. Das ist halt auch nicht mehr lustig oder sonst irgendwas. Das ist wirklich einfach nur noch menschenverachtend, was Shoyoka hier von sich gibt. Wie kann man bei einer Aline, bei den ganzen Aktionen, irgendwie von einer Hasskampagne sprechen? Die Aktion von Aline kann man nicht verteidigen und nicht gutreden. Und vor allem nicht damit, dass man sagt, ja, das ist ja auch hier wieder eine Hasskampagne. Shoyoka hat sich übrigens dazu auch schon geäußert, denn auf KuchenTV Uncut habe ich dazu auch schon ein bisschen was gesagt. Ihrer Meinung nach ist das natürlich alles wieder Framing, weil halt zusammengeschnittene 20 bis 40 Sekunden Clips gezeigt werden, aber nicht der ganze Kontext. Ich habe mir jetzt extra eine längere Version von diesem Stream schicken lassen, um zu gucken, ey, stimmt es vielleicht? Wurde irgendwo ein Satz oder sowas rausgeschnitten? Und nein, Real Talk, das waren die einzig beiden Sätze, die Shoyoka zu Aline verloren hat. Keine Einordnung, keine Kritik an ihrem Verhalten, gar nicht. Und warum das Ganze? Naja, um die Situation von Aline dann einen Satz später wieder auf sich selber zu beziehen. Das Ganze lief nämlich so. Sie wurde gefragt, wie sie zur Drachenlord-Situation steht. Sie sagt, dass das gar nicht geht und bei Aline wird ja auch immer von Teilschuld gesprochen, obwohl sie ja extremen Cybermobbing ausgesetzt ist. Aber was kommt danach? Naja, Shoyoka-typisch bezieht sie das wieder auf sich. Bis sie halt nicht mehr wussten, wie sie reagieren sollen, um dann die Reaktion zu skandalisieren und über beide Seiten zu sprechen. Und es ist halt auch so krass zu sehen, dass das erstens richtig gut funktioniert und auch wie viele Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft das nicht eingeordnet bekommen. Das finde ich sehr beeindruckend. Also wie wenig Ahnung Menschen von Mobbing-Dynamiken haben, das ist furchtbar erschreckend. Aber ich finde es auch krass zu sehen, weil ich finde, ich bin eigentlich ein guter Beispiel. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Ich habe euch den Clip hier gerade am Anfang extra länger abspielen lassen, denn bei dem zweiten Clip von Shoyoka, bei dem, was sie zu Aline gesagt hat, das kommt direkt danach. Nicht, dass hier irgendwer sagt, ich habe einen Zwischensatz weggelassen oder sonst irgendwas. Das war ein fließender Übergang von, naja, Aline ist ein Opfer von Cybermobbing und danach das Ganze auf sich zu beziehen. Und danach wurde Aline in dem ganzen Stream nicht ein einziges Mal mehr genannt. Wo, Shoyoka? Wo fehlt da jetzt der Kontext? Zeig ihn mir bitte. Ich lösche dieses Video sofort und spende dir 1.000 Euro, wenn du mir zeigst, welchen Kontext ich hier weggelassen habe. Sie spuckt damit nicht nur allen Opfern von Aline Bachmann komplett ins Gesicht, sondern sie nutzt dann noch diese ekelhaften Aktionen aus, um sich selber wieder irgendwie in die Opferrolle zu stellen. Ich verstehe diese Frau nicht mehr. Wie kann man menschlich so ekelhafte Aussagen bringen? Wirklich, ich verstehe es nicht. Und anstatt mir jetzt wieder eine Abmahnung zu schicken,
Wie gesagt, zeig uns gerne den Kontext. Ich bin gespannt, was ich hier wieder falsch gemacht haben soll. Und natürlich wird in diesem Stream auch mal wieder gegen Alpha Kevin und gegen mich gehetzt. Denn wir waren die Schirmherrin einer weiteren Hasskampagne gegen Frauen. Und schreibt jetzt mal in die Kommentare, was denkt ihr? Welchen Kanal meint sie hier eigentlich? Dass es nicht das erste Mal ist, dass Alpha Kevin sich an sowas beteiligt. Und ich vielleicht ein bisschen eure Erinnerungen auffrischen möchte, dass es auch mal eine Hasskampagne gegen zwei Journalistinnen gab, die für die Öffentlich-Rechtlichen ein TikTok-Format hatten und die Morddrohungen bekommen haben, weil sie feministische Inhalte gemacht haben. Und einer der, wer hätte das gedacht, Meinungs-YouTuber, die sich an der Hasskampagne gegen die zwei beteiligt haben, war Alpha Kevin. Oh, und ein zweiter war KuchenTV. Zufälle gibt's aber auch. Fast so, als hätte das irgendwie Symptom, dass sie sich an irgendwelchen Hasskampagnen gegen Frauen im Internet beteiligen, aber für nichts irgendwas können und das ja auch nie wollten. Und es ist ja alles nur Kritik. Ja, es geht um Mitreden. Des war nie bei Funk gewesen, aber Shoyoka hat es halt nicht so mit Fakten, muss man sagen. Und wir sollen jetzt so stark an der Hasskampagne beteiligt gewesen sein, ja? Ich habe auf KuchenTV gerade mal 5 Videos zu denen gemacht. Am 19.02., am 24.03., am 18.08., am 29.11. und am 11.02. des Folgejahres. Da ging es aber nur darum, dass das Projekt zu Ende ist. Und bei Alpha Kevin sieht es ähnlich aus. Also, diese heftige Hasskampagne, wo ich wieder am Start gewesen bin, bestand daraus, innerhalb von einem Jahr 5 Videos zu machen? Also alle 2 Monate ein Video? Wow! Die Hasskampagne habe ich ja richtig heftig geführt. Wie dumm Shoyoka auch einfach ist, sorry, ich muss das halt immer sagen, weil die kann wirklich überhaupt keine Zusammenhänge erkennen, erkennt man bei folgenden Aussagen. Dass ich keine Beweise dafür liefere. Aber wichtig an der Stelle, der Artikel ist vom RND. Das heißt, Alpha Kevin wird euch erzählen, dass das alles Blödsinn ist, weil der RND gehört auch Shoyoka. Die deutschsprachige, männliche Meinungs-YouTube-Szene sich draufgeschmissen hat. Weil der Hass so unaufhaltbar war, dass sie den Account nicht mehr weiterführen konnten. Und einer der Hauptakteure dahinter war KuchenTV. Was für ein Zufall. Und da sind wirklich so viele Sachen falsch. Also ich bin mir langsam wirklich sicher, Shoyoka kann nicht logisch denken. Den Artikel, den sie groß ankündigt und jetzt als Quelle zeigen möchte, den hat sie danach übrigens nicht gezeigt, hat sie wieder vergessen, weil dann hat sie sich ja wieder als Opfer inszeniert. Es ging aber um einen Artikel beim RND. Den findet man auch relativ schnell und der ist lustigerweise auch wieder von Matthias Schwarzer geschrieben. Ach, wer hätte es gedacht. Und da steht tatsächlich auch, dass 2 Moderatorinnen das Handtuch geworfen haben. Aber Shoyoka hat hier ja ganz klar gesagt, dass das Projekt wegen mir beendet worden ist. Das stimmt halt aber einfach gar nicht. Der Artikel ist von Mitte 2023 und aufgehört haben die Anfang 2024, also ein halbes Jahr später. Wie soll das meine Schuld sein? In diesem von ihr genannten Artikel steht sogar drin, dass die dieses Projekt bis zum Ende des Jahres noch durchziehen wollen. Und diesen Artikel nimmt sie als Beweis, dass die wegen mir aufgehört haben. Ey, es ist unfassbar. Zu sagen, dass ich schuld bin und dass der Artikel das zeigt, ist halt komplett gelogen. Und sie haben ja wirklich dann irgendwann aufgehört. Aber auch da haben sie nie gesagt, dass sie wegen den Hassnachrichten, wegen KuchenTV und vor allem wegen Alpha Kevin aufgehört haben. In ihrem Abschlussvideo haben sie einfach nur gesagt, dass sie sich jetzt neuen Projekten widmen. Ganz ehrlich, manche Kommentare waren aber auch einfach zu krass. Und sie haben auch gezeigt, wie wichtig es ist, sich für intersektionalen Feminismus hier auf TikTok stark zu machen. Und das machen wir auch weiterhin eben in anderen Projekten. Und ihr tut es hoffentlich auch. Sie machen halt andere Projekte, denn dieser Kanal Mitreden war eine Zusammenarbeit mit Lernen auf TikTok oder irgendwie sowas. Und das war halt beendet. Der Kanal war anscheinend sowieso nicht dafür gemacht, jetzt jahrelang geführt zu werden, sondern als Kooperation mit TikTok über einen gewissen Zeitraum. Dann hat auch einer in die Kommentare geschrieben, ey, aber Mitreden war auch schon lost. Und dann kam von Shoyoka folgende Antwort. Dass Leute diese Scheiße wirklich jedes Jahr neu fressen und sich überall irgendwelche aus dem Kontext geschnittenen Clips anschauen von Formaten und dann allen Ernstes nachplappern und sagen, ja, die waren aber voll lost, da war das aber wirklich verdient. Ja, Mitreden war ja auch nachweislich teilweise echt lost. Beispielsweise mit solchen Aussagen hier. So kannst du Betroffene von Rassismus und Diskriminierung helfen. Sei ein Ally.
Du nutzt einfach deine Privilegien, um zu helfen. Stell dir vor, du stehst mit deinen Freunden auf dem Schulhof und merkst, dein BPOC-Partner oder Freund möchte etwas sagen. Ganz ehrlich, gib ihm doch einfach deine Redezeit. Somit hast du ihm geholfen. Höret, höret, der Schwarze möchte etwas sagen. Man lasse ihn sprechen. Junge, welche schwarze Person möchte so eine Extrabehandlung? Also mir wäre das als Minderheit in einer Gruppe mega unangenehm, wenn ich so aufgrund meiner Äußerlichkeiten in den Vordergrund gestellt werde. In einer Gruppe sollte halt jeder gleichgestellt werden. Und wenn ein Schwarzer in deiner Freundesgruppe nicht mal zum Wort kommt, dann habt ihr ganz andere Probleme. Am schlimmsten war aber, dass sie einem weismachen wollten, dass Memes von Schwarzen zu benutzen als weiße Person rassistisch ist. Auf Instagram teile ich regelmäßig Memes. Und ich mache auch selbst welche. Und ich muss ehrlich sagen, auch ich habe da schon mal ein bisschen daneben gegriffen. Einmal habe ich dieses typische Drake-Meme verwendet und direkt hat mir jemand geschrieben, ey Sophia, das ist Digital Blackfacing. Ich habe mich daraufhin ein bisschen informiert und gemerkt, ey, die Person hat total recht. Lasst uns Schwarze aus unseren Memes aussperren, denn die sehen anders aus. Ja, also, ich habe noch nie so eine geile Lösung gegen Rassismus gefunden. Ich finde, es ist auch kulturelle Aneignung, wenn die in Werbespots und so zu sehen sind. Am besten entfernen wir die einfach komplett überall raus. Ja, Mann. Natürlich war halt nicht alles schlecht bei denen, aber das sind halt so Sachen, wo man sich wirklich nur an den Kopf fassen kann. Und es gab auch noch andere echt miserable TikToks, die hochgeladen haben, aber darum soll es ja eigentlich auch nicht gehen. Lustigerweise steht in diesem Artikel, den Shuyoka als Quelle nimmt, auch noch, dass die Macherin sogar einsieht, dass ein paar dieser Videos zu konfrontativ gewesen sind. Also ich sehe das so, die Macherin von Mitreden sieht das so, nur Shuyoka hat mal wieder eine andere Meinung. Dann noch so eine Aussage hier. Kommen einfach auf ganz persönlicher Ebene nicht damit klar, wenn Inhalte, Meinungsinhalte Frauen ansprechen sollen und nicht Männer. Ich habe das Gefühl, das ist einfach die Gemeinsamkeit, die diese Kanäle haben, an denen KuchenTV sich abarbeitet. Ja, weil gerade bei solchen Formaten es teilweise sehr, sehr radikale und realitätsferne Meinungen gibt, die ich dann halt kritisiere. Lustigerweise habe ich in meinem letzten Video zu Mitreden mal so eine Statistik erstellt, wie viele TikToks ich eigentlich gut und schlecht von denen gefunden habe. Und das Ergebnis wird eine Shuyoka überraschen. Ich bin irgendwie, was Statistiken angeht, so ein kleiner Freak. Deswegen habe ich das jetzt sogar nochmal in die einzelnen Leute unterteilt. Maria hat für mich 25 gute TikToks gemacht und 11 schlechte. Vika 13 gute und 9 schlechte. Ashley 17 gute und 27 schlechte. Die neuen Darsteller waren dann Marlon, der hat 17 gute TikToks gemacht und 3 schlechte gedreht. Und Sophia hat 12 gute und 4 schlechte gemacht. Gerade zum Ende hin fand ich Mitreden sogar ziemlich gut. Sie haben viele geile Themen angesprochen, sie haben nice Punkte gehabt. Und auch wenn sie für Frauen gesprochen haben, Shuyoka. Aber gerade am Anfang und auch immer mal wieder zwischendrin, waren die halt einfach todeslost. Natürlich könnte man sich jetzt fragen, hey, warum hast denn du nicht auch mal positive Beispiele gezeigt? Aber natürlich kritisiere ich auch eher, denn genau dafür ist mein Format ja auch irgendwo da. Im Endeffekt ist es ja das gleiche wie bei Kuchenfiles. Da findet ihr auch so Punkte wie Antisemitismus und Rassismus. Aber dass ich mal Videos gegen die AfD gemacht habe oder für Israel oder beispielsweise auch für die Seenotrettung, das kommt da nicht vor. Also sollte dich meine Aufarbeitung in den Kuchentalks ja eigentlich nicht weiter stören, denn du pusht ja eine Seite, die genau das gleiche mit mir macht. Und so lang Scheiße draufwerfen, bis deine Community den Rest macht und Leute aufgrund des Hasses sich zurückziehen, weil keiner Bock hat, von einem verurteilten Volksverhetzer belagert zu werden über Monate, der keine Manieren und kein Benehmen hat und eine aggressive Community im Schlepptau hinter sich herziehen. Ich habe 5 Videos gemacht, beziehungsweise 4 und ein weiteres, als das Projekt schon zu Ende gewesen ist. Willst du mir jetzt wirklich erklären, dass die das Projekt beendet haben wegen 4 Kuchentalks innerhalb von einem Jahr oder was? Natürlich haben sie das Projekt auch nicht nach dem 4. Video beendet, sondern erst 3 Monate danach. Da war der Hass von der Kuchenbubble bestimmt gerade am größten. Und natürlich haben sie das Projekt auch nicht nach den ersten beiden Videos beendet, die beide knapp 1 Million Aufrufe haben, sondern nach den anderen, die teilweise nur 1/5 der Klicks haben. Ja, Shuyoka, das ist schon wieder so logisch, was du da von dir gibst. Shuyoka lässt die halt auch mal wieder weg, dass Mitreden auch schon vorher wegen ihren TikToks extrem, wirklich extrem gehatet worden ist. Ich bin nicht der Auslöser dafür gewesen, dass die so kritisch gesehen wurden. Das war auch vorher schon der Fall. Meine Videos waren halt ganz normale Kritik an deren Inhalten. Und ja, safe werde ich heute nicht mehr hinter jeder Aussage stehen, die ich da gebracht habe.
gemacht habe? Gar keine Frage. Aber Shoyoka, was möchtest du uns sagen? Darf man ab sofort niemanden mehr kritisieren, wenn der mal blöde Nachrichten bekommt, weil ansonsten pusht man das ganze Jahr? Also im Endeffekt möchtest du, dass niemand mehr über irgendjemand anderen negativ redet, weil sonst kann das immer Hate verursachen. Das macht logisch gesehen halt so überhaupt keinen Sinn. Und nein, Shoyoka, meine Community ist nicht schlimmer als andere. Und ich bin auch nicht dafür verantwortlich, mehr zu machen, als zu sagen, ey, mach das nicht. Was ich sogar in einem Mitreden-Video getan habe, kann ich halt nicht tun. Ich bin nicht für 1 Million wildfremde Menschen im Internet verantwortlich. Aber ja, ich bin einfach das hier. Fast so, als wäre er impersonifizierter Antifeminismus als Meinungsblogger. Ja, deswegen habe ich auch schon mal ein Video für Feminismus gemacht und deswegen feiere ich auch die Videos von Carina Pusch zu diesen Themen. Weil ich einfach Frauen und Feminismus verabscheue, absolut. Vielleicht habe ich auch einfach was gegen den radikalen Feminismus. Aber ich glaube, das ist dir schon zu hoch, oder? Der RND hatte übrigens auf Twitter so eine Community-Note bekommen. Und die ist jetzt schon wieder weg, deswegen weiß ich nicht, was da drin stand. Shoyoka hat aber ein paar lustige Sachen dazu gesagt. Alter, jetzt bekommt sogar der RND auf Twitter schon Community-Notes. Oh, die sind so verzweifelt. Oh, ist das lustig. Ich habe diesen Community-Note-Missbrauch mal gemeldet. Kann man vergessen, bringt null. X ist eine Faschoplattform. Du kannst Faschos auf ihrer eigenen Plattform nicht besiegen. Ja, das ist komplett verloren. Hätte man mal vor 2 Jahren gesagt, dass KuchenTV als Beweis für etwas genommen wird, hätte sich noch ganz YouTube Deutschland totgelacht. Ja, Faschisierung von den Plattformen und massiver Rechtsruck, der im Alltag stattfindet. Wer genau ist denn jetzt verzweifelt? Also eine Person hat diesen Community-Note gemacht und du weißt ja gar nicht wer. Höchstwahrscheinlich war es kein Influencer, gehe ich mal von aus. Also wen hast du denn jetzt genau damit gemeint? Bin ich verzweifelt, weil eine unbekannte Person das gemacht hat oder wie soll ich das verstehen? Und KuchenTV ist jetzt nur eine Quelle, weil diese Seite immer mehr faschorisiert wird und einen Rechtsruck erhält. Also bin ich jetzt ein Fascho oder Rechtsradikal, so wie du schon mal behauptet hast, oder was hat das eine mit dem anderen zu tun? Bro, meine Inhalte sind immer noch unpolitisch. Was bringt mir einen Rechtsruck? Ich verstehe es nicht. Schlimmer wird's aber nochmal hier. Wurde heute von einem Streamer mit rechtsradikaler Vergangenheit gebannt, als ich kritische Fragen zu Jay Riddle gestellt habe, auf den der Dude reagiert hat. Hast du Rückfragen zu Shoyoka-Content gestellt? Hast du es gewagt, eine andere Meinung zu Shoyoka-Content zu haben? Ja, komisch. Der genannte Streamer soll übrigens mehreren Aussagen zufolge Young Feldsalat gewesen sein. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Aber wenn das stimmt, Junge, Junge, dann fällt mir auch nichts mehr ein. Und ja, von mir aus kann sein, dass der vor 10 Jahren mal rechts gewesen ist. Bro, der setzt sich doch jetzt auch für linke Punkte ein. Warum muss man dann sowas schreiben, wenn der gemeint ist? Ja, aber vor 20 Jahren hat er mal das gemacht und das ist jetzt seine Persönlichkeit für den Rest seines Lebens. Aber ja, Shoyoka, es ist ja wirklich lustig, dass da einfach Leute gebannt werden, die eine andere Meinung haben, ne? Gucken wir uns mal an, was im Shoyoka-Stream so gebannt wird. So war es doch gar nicht. Permanent gebannt. Gronkh hat nicht gesagt, dass du in der Belästigungsthematik gelogen hast. Er hat gesagt, du hast generell gelogen. Mit vermeintlichem Bezug auf deine Aussagen über ihn selber. Permanent gebannt. Interessant, wie hier zensiert wird. Permanent gebannt. Du bannst ja wirklich seit einem Jahr alles und jeden weg, der dir nur minimal Kontra in deinem Chat gibt. Ich habe etliche solcher Screenshots zugeschickt bekommen, wo wirklich 0815 Kritiknachrichten gebannt worden sind. Und du setzt dich in den Stream und lachst darüber, dass ein anderer Streamer jemanden gebannt hat, weil der eine andere Meinung hatte. Also du machst doch das Gleiche 1000-mal schlimmer. Checkst du das nicht oder was? Ey, das macht mich halt wirklich so sauer. Das ist so eine pure Dummheit und Doppelmoral, dass ich nicht mal mehr weiß, was ich dazu sagen soll. Was auch echt dämlich ist, ist übrigens folgende Aussage, die jetzt zu den Top 3 der am öftesten gebrachten Shoyoka-Aussagen dieses Jahres gehört. Wenn es dir wirklich zu viel wird, achte bitte lieber auf deine Gesundheit und leg eine Pause ein. Die Hetzer finden ein nächstes Opfer, auch wenn es etwas dauert. Ja, das ist natürlich der Grund, warum ich keine Pause mache. Sie versucht sich nämlich jetzt immer so als Heldin hinzustellen, die sich vor die anderen kleinen Creator wirft, damit KuchenTV sich kein anderes Opfer sucht, wenn Shoyoka mal nicht mehr da ist. Auch das ist halt logisch gesehen mal wieder so dämlich, aber Hauptsache sich irgendwie als positives Beispiel darstellen.
Also Narzissmus wird echt immer wahrscheinlicher, muss man sagen. Also erstmal, so eine Dynamik wie mit Choyoka gab es in YouTube Deutschland noch nicht ein einziges Mal. Und das wird es wahrscheinlich auch nicht wieder geben. Ich habe schon tausendfach gesagt, dass die Sache schon lange beendet gewesen wäre, wenn Choyoka einfach nicht mehr über mich redet. Sie hat übrigens auch einmal gesagt, dass man ja gesehen hat, als sie nicht da war, dass ich zum Beispiel Videos über eine Finessi oder eine Freiraumregel gemacht habe. Ja! Das könnte ich aber jetzt auch weitermachen. Als ob du dich vor andere stellst. Bruder, ich bringe 4 Videos in der Woche und 14 Reactions auf meinem Uncut-Kanal. Ich habe noch Zeit für eine zweite Hetzkampagne gegen irgendeine Frau. Diese Ausrede macht gar keinen Sinn. Freiraumre hat sich aber super positiv entwickelt und Finessi ist mir ehrlicherweise egal. Ich habe keine Ahnung, was die macht. Du musst hier nicht auf Heldin machen. Das passt bei dir einfach nicht. Vor allem, bei wem soll es denn so eine Dynamik schon gegeben haben? Bei einer Paulana? Richtig hart. Die hat innerhalb von 10 Jahren ein Video von mir abbekommen. Ja, das sollte sich lieber nicht wiederholen. Wenn das der Grund wäre, dann würdest du dich ja auch nicht mit jedem beefen, sondern bei mir bleiben, damit ich keine Videos über andere machen kann. Warum legst du dich dann jetzt mit einem Alpha-Kevin an? Jetzt mit einer Carina Push, wo die etliche Tweets ausgetauscht haben, beziehungsweise Schürker über sie geschrieben hat. Ich bin mir sicher, früher oder später kommt da was von Carina. Ich bin noch gar nicht ready für dieses Schürker-Carina-Spin-Off, wirklich. Die Autoren drehen gerade wirklich am Rad. Oder auch einen Gronkh. Also du beefst dich ja gerade mit jedem. Das würdest du doch nicht machen, wenn es darum geht, dass ich keine andere Person angreife. Wie gesagt, Choyoka, die Ausrede kannst du vergessen, denn ich hätte auch noch genug Zeit für eine zweite Choyoka. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Dieser Stream von Choyoka war wirklich einfach bodenlos. Und es ging hier gerade mal um einen Streamausschnitt von 23 Minuten. Da Choyoka jetzt schon so tief gesunken ist, dass sie eine Aline verteidigt, wahrscheinlich weil ich auch mal Videos zu ihr gemacht habe, bei den ganzen Aktionen, die Aline Bachmann in der Vergangenheit so getan hat, ich bin wirklich sprachlos. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wie man Aline Bachmann auch nur mit einem Wort verteidigen kann bei diesen ganzen ekelhaften Aktionen, die sie gebracht hat. Keine Ahnung. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye.